Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zurück nach einer krassen Bluescreen-Attacke auf meinen Rechner. Also, da war keine Attacke, aber mein Rechner hat einen Bluescreen gehabt. Ich glaube, ich hatte mit diesem PC nicht einmal einen Bluescreen bisher. Das ist ein krasses Highlight. Aber ich glaube, der ist einfach so krass überfordert, dass ich dieses Gerät mal wieder benutze, dass er sich so dachte, wow. Kann aber auch daran liegen, dass wir die Flagge von Bottrop endlich weitergegeben haben, ja. Und da ist einfach das ganze Raumzeit-Dings kaputt. Kann passieren. Aber ist auch schön, dass jetzt leider so die Hälfte der Viewer gedroppt ist. Macht nichts. Ich freue mich, wenn noch überhaupt noch einer da ist. Und hier hängt sie, Freunde. Le Flac de Bottrop. Es ist mir eine Feste gewesen. Eine gute. Gute Flagge. Ja, komm, ich habe Herpes, ich weiß. Gucken wir mal hier am Flughafen. Da soll es angeblich auch hängen. Jawohl. Flagge von Bottrop ist da. Ja, wir können noch mal gerade den Vergleich schaffen, wo... Ach so, natürlich... Ah, aber das liegt jetzt nicht an, dass ich die Flagge hier einmal gezeigt habe, oder? Also wenn der PC gleich wieder abstürzt, dann wissen wir, dass es an der Datei liegt. Dass er einfach völlig überfordert ist, wenn ich die Flagge von Bottrop zeigen möchte. Da, da ist die Flagge von Bottrop. Es ist, kann man machen, ja. Klein, aber fein. Ich habe mir Mühe gegeben, ja. Aber, ja. Aber ich bin zufrieden. Ich beschwere mich jetzt sehr, ich möchte das entfernen. Nochmal zeige ich die Flagge von Bottrop, nicht nochmal in echt, ne. Also habt ihr jetzt verpasst, wenn ihr das nicht gesehen habt. Gut. Das hätten wir. Wir haben die Flagge. Wir haben den Einkauf des Tages. Jetzt fehlt nur noch der Campingplatz. Und für den Campingplatz brauchen wir Eisen. Für Eisen müssen wir außerhalb einmal graben gehen. Das bedeutet, eine weitere Runde auf ein anderes Inselchen. Das wird doch fein. Das wird doch toll, das wird doch fein, das wird doch wunderbar. Glaube ich. Ich bringe mal eben die Steine weg, die ich noch habe. Nee, das war niemand. Nee. Hau rein, ne? Ciao. Oh, warte, ne? Oh. Eine Axt. Ich sollte mir ein Äxtlein machen. Und diese... Ja, okay. Ciao. Dann bin ich halt nackt. Der Zauberstab wird mir so ein bisschen zum Verhängnis, merke ich gerade. Könnt ihr mir bitte einmal ein Go geben im Chat, dass jetzt alles wieder klappt, wie es soll. Ich habe gerade ein bisschen Panik, dass hier was kaputt ist. Warum auch immer. Macht eigentlich gar keinen Sinn, aber Ast und Stein und Wackelaxt und Holz. Okay. Ast, Stein, Holz. Ast rein! So. Wir brauchen Holz. Stein. Ast. Nicht Bambus, Ast. Sehr gut. Go, 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 Power Ranger. Okay, dann scheint wohl alles zu funktionieren. Vielen Dank für die Mitteilung. Und dann wollen wir mal ein Äxtlein. Äxtlein, Äxtlein an der Wand. Weitermachen. Habe ich die Sachen schon auf die Bank? Ja, habe ich schon. Habe ich auch schon. Alles gemacht hier. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wunderbar, so, ja. Ja, das kann wieder ins Lager. Ich muss sagen, ich schlage mich eigentlich relativ gut dafür, dass ich kaum gepennt habe. Ich habe echt gedacht, ich penne hier euch weg nach kurzer Zeit. Aber das hat gut funktioniert bisher. Und, ne, und so weiter und so fort. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Ich würde jetzt auch sagen, die Koralle, die hier ist, die lege ich jetzt einfach mal hier an den Strand, als wäre die da geboren. So. Fahren wir mal Richtung... ne? Meilen. Dings. Ich bin auch gerade, also jetzt, wo ihr gerade, wir sind alle stolz auf dich. Ich bin auch ziemlich stolz auf mich. Also, nee, nicht Besucher. Nein, nein, woll ich nicht. Woll ich nicht. Es ist, die Flagge ist richtig gut geworden.
Ich habe mir das nicht so ganz zugetraut, muss ich gestehen, weil ich im Zeichnen und Malen nicht so schön bin. Aber Pixeln scheine ich doch zu können. Ja, komm. Der kriegt immer so direkt so Panik, so, oh mein Gott, hast du denn auch alles dabei oder so? Hallo, schwöre, was geht ab? Aber doch, habe ich. Und ich merke auch gerade, so, lange können wir nicht mehr machen. Weil Uhrzeit ist, ich muss gleich noch arbeiten, tatsächlich. Ich muss gleich noch mal arbeiten fahren. Ich freue mich auch richtig, mit keine Kraft arbeiten zu gehen, aber... Das ist dann halt so, ne? Bienen, Biene, Bäume, Bude, Borne. So, wo sind wir denn hier gelandet? Ah, hier sind wir. Okay. Das ist eine relativ unspektakuläre Insel. Hier gibt es einiges Schönes, was man mal mitnehmen kann. Wie zum Beispiel ein Fossil, was ich mir direkt mal grabbe hier. Aber wie gesagt, wir sind nur eigentlich nur wegen Eisen hier. Oder Metall oder wie auch immer das hier heißt. Fossil. Ich werde dann das mitnehmen, was ich finde. Was arbeitest du? Ich, warum soll ich das beantworten hier mal? Du kannst ja meine Videos mal gucken, meine letzten. übrigens, sehr interessant. Es gibt zwei neue Videos auf Tenendo, die sehr, 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 sehr aufwendig waren. Also, und hoffentlich auch gut sind. Und in einem der Videos erkläre ich, was ich so beruflich mache. Ich bin Mediengestalter und im Marketing vom jetzt noch Grusel-Labyrinth NRW. Aber da wird sich demnächst was ändern. Das wird eine spannende Sache. Ich bin mal gespannt. Aber ich muss heute nochmal hin, ein bisschen was filmen. Und ja, so. Jetzt. Und geht's. Trick haben wir ja von vorhin noch. Ne? Habt ihr mir beigebracht, ganz brav. Das scheint hier nicht zu funktionieren. Dann machen wir das hier. So. Hier rundherum ist alles frei. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Haufen Metall rausballern. So, komm, gib mir 5 Metall, dann bin ich glücklich, dann fahre ich einfach wieder. Und los. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Neunmal geht nicht. Oh, und da ist die Schippe kaputt. Cool, jetzt kann ich für eine neue Schippe ein Metall verwerten. Okay, ich habe auf jeden Fall schon mal 4 Metall. Sieht aus wie Heidi aus der alten Serie. Ja, so ein bisschen hat das schon so den Flair, ne? Okay, für eine Schippe brauche ich, glaube ich, Weichholz. Weichholz und Metall. Da ist kein Weichholz. Da ist Weichholz. Ich spekuliere jetzt einfach mal drauf, dass es Weichholz ist. Wenn es kein Weichholz ist, dann liegt hier ja noch genug Holz rum. Aber ich meine, es war Weichholz. Ja, toll. Ja, komm, ich wehre mich gar nicht dagegen. Komm, scheiße. Ja, zerhack mich. Ist dein rechter Platz frei? Ja, mein rechter Platz frei. Die Jesi kann gerne herbeikommen. Ich mache aber nicht mehr lange. So. Hier ist auf jeden Fall noch ein Steinchen, den ich gleich noch mir catche. Herzlich willkommen hier bei mir. So, hier so. Herzlichen Glückwunsch. Es war Hartholz, nicht Weichholz. Aber ich bin vorbereitet. Macht euch keine Sorgen, Freunde. 2, 3, 4, 5. Jesi ist 1 Wizard von Magie her. Ja. Mhm. Bist du, ne? Du bist 1 Wizard. Alles fresh. Ich habe original 4 Stunden versucht, wieder einzuschlafen.
Ich habe 3 Stunden geschlafen und habe 4 Stunden versucht, wieder einzuschlafen. Dann bin ich einfach aufgestanden. Seit, ja, auch fast 4 Stunden jetzt, ne? Oder, Leute? Ich weiß nicht. Also, der Stream ist gerade einmal unterbrochen, weil ich einen Bluescreen hatte. Warum auch immer. Aber das Schöne ist, ja, dass das Gute daran ist das Gute darin, ja, das dass ich nicht aufgenommen habe. Weil dann hätte ich mir einen Arsch, richtig einen Arsch aufgerissen und irgendwie alles rausgeholt, was drin ist. Ja. Weil dann wären 4 Stunden Aufnahme weg gewesen. Aber Gott sei Dank ist es nicht passiert. Ich habe gestreamt und ich hatte ja hier natürlich auf der Switch gespielt. Dementsprechend ist weder Spielstand noch Aufnahme weg. War nur kurz Reboot und dann war gut. Ja, ist kein Problem. Ich höre einfach auf zu reden. Ist nicht schlimm, Leute. Ich muss kurz ruhig sein, weil Melinda Jessie was erzählt. Sekunde. Sie hat keine Neuigkeiten, aber sie wünscht uns allen liebe Grüße. Ja, sie keine Neuigkeiten, wünscht aber allen liebe Grüße. Das ist sehr nett von ihr. Liebe Grüße zurück, würde ich einfach sagen. Ja, würde ich auch so, mal sagen. 1, 2, 3. Scheiße, siehst du, das genau. Dat, ich rutsch doch hier weg ohne Ende. Ja, ja, das habe ich gestern auch mal ausprobiert. Du musst es so ganz perfekt zu dem mittleren Loch, perfekt zu dem Stein stellen. Darf ich eine kurze Anmerkung machen? Im letzten Stream hat man dich fast nicht gehört, deswegen werde ich wenig auf das eingehen, was du sagst. Ja, ist das in Ordnung? Weil die Leute haben keine Ahnung, was du sagst. Die hören das nur sehr angestrengt. Sie hat gerade, wir haben gerade über die Lochproblematik gesprochen. Über welche Lochproblematik werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Nein, um die Löcher hier bei den Steinen. Also, oh mein Gott, also ein Witz darf ja wohl mal sein hier. Ich habe eine Fliege gefangen vorhin. Übrigens, es verrotten nur Rüben. Anderes Obst nicht. Es gibt doch ja, Rüben. Rüben ist das einzige, damit funktioniert hat. Haben mir mehrere Leute bestätigt. Ja, dachte ich mir auch so. Habe ich jetzt die ganze Zeit umsonst gewartet. Aber macht ja nichts. Rüben sind ja auch am Sonntag ready. Legst du eine zur Seite und dann hast du Ameisen. So. Ja, aber immerhin eine. So. Ich hab wieder was Schickes für dein Haus bekommen. Ja? Ja, jemand hat mir ein Toilettenhäuschen geschickt. Nice. 2, 3, 4. Wobei, das könnte jetzt klappen. Das kann klappen. Aber da kommt nur Lehm raus. Wieso kommt kein... Ich brauche Metall, Leute. Okay, egal. Ich war gerade auf der Secret Geldsteininsel. Und hab da erstmal 100.000 Sternis mitgenommen. Das war crazy. Ne, Leute, war eine geile Zeit, Leute, was wir hier schon wieder alle erleben. Ich habe aber genug Eisenerz tatsächlich. Ich guck mal, was ich hier noch so easy mitnehmen kann. Ist hier noch ein Stein, weil dann nehme ich nochmal einen Stein mit. Ja, da unten ist noch einer. Der Rest soll mir jetzt echt kackegal sein. Wirklich, da habe ich jetzt keinen Nerv, noch Unkraut zu sammeln oder so. Wie gesagt, lang wollte ich nicht mehr machen. Aber, das gönne ich mir hier noch. Weil der Campingplatz muss gebaut werden. Der Puppenspieler von Mexiko. Manchmal traurig und manchmal froh. Was mache ich hier gerade? So. Okay, versuchen wir das. Einmal, gib mir Metall. Gib mir. Jawohl. 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 Tatsächlich, ich rutsch weg, aber es geht. Und das war eine sehr gute Mischung aus Lehm und Erz. Ich bin sehr glücklich. Das macht sehr zerfreitern. Olle mehr. So, was haben wir gelernt? Riesenmuscheln mitnehmen. So, warum ist ein Auge bei dir zugenäht? Ja, ich bin so ein zugenähter Typ. Nee, das ist, wenn dich eine Wespe in... Also wenn du am Baum rüttelst, dann fällt so ein Wespennest runter und dann kannst du die Wespe fangen. Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du halt ein dickes Auge. Dann stechen die dich.
Ja gut, keine Flaschenpost, kein Muschel mehr. Die Kokosnüsse, ich wollte schon wieder Melonen sagen, bleiben hier. Ist mir egal. Wir haben das, was wir brauchen. Ja, außer, dass ich wieder gesagt habe, ich will hier bleiben. Sehr gut. Achso, lol. Stimmt, ich habe mein Geldlöchlein noch gar nicht gefunden. Warum eigentlich nicht? Wo ist... Da muss ich mir gleich nochmal Auge drauf halten. Ne? Und bei Thomas ist ja wieder der komische Kamelmann. Frau, Kamelfrau dann alt. Entschuldigung. Erzähl lieber, es wäre eine Schlägerei in der Bar. So machst du einen besseren Eindruck. Ja, gut. Aber wie erkläre ich die Einstichlöcher dann? Das, Der Typ, der dich geschlagen hat, hat ganz viele kleine Spikes gehabt. Okay. Ganz viele Spikes am Schuh gehabt und dann hat er mich mit seiner Hand. Mit dem Schuh an der Hand. Schlagen. So, was wollte ich... Ah, ja, okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich weiß zwar immer noch nicht, wieso der mir ein Rezept für eine Campingbude gegeben hat. So, Holz, Weichholz, Hartholz, Eisenerz. Kriegen wir hin. So. Hartholz, Holz, Weichholz, Eisenerz. Kannst du mich bitte aufhören abzulenken, weil ich versuche mich hier gerade zu konzentrieren. Das ist gar nicht mal so einfach mit 3 Stunden Schlaf. Ja, das zeige ich mir gleich einfach. Ich bin nämlich fast fertig hier. So, herstellen, Campingplatz, Eisen, jo, alles klar. So. Puh. Ab geht's. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Also ich werde den Campingplatz werde ich auf jeden Fall auf die Seite machen, wo die Häuser aus sind, würde ich sagen. Ich denke mal... Also erstmal muss ich mich mal wieder anziehen. Ne? Das Ausrüsten... Ich habe Herpes! Hui! Das ist der Zauberspruch, um mich anzuziehen. Das ist ganz gut. So. Dann gehen wir mal gucken. Also oben, also da oben sind natürlich die richtigen Häuser. Und ich glaube, ich würde hier gerne einen Campingplatz hinmachen. Weil hier ist schön. Guck mal, vielleicht passt er ja hier hinter die Bäume. Mal gucken. Hier errichten. Bis zu nah an einem Plateau. Okay. Dann, ich habe eh noch eine Aufgabe, dass ich einen Baum pflanzen soll. Dann ziehe ich den einfach hier aus dem Boden. Habe ich noch eine Schippe? Ja. Dann können wir ein Stückchen zurückgehen. Ja, nee, falsch. Da. Zack. Mit welchem Spiel ist Animal Crossing zu vergleichen? Das ist tatsächlich... fast nicht machbar. Also Stardew Valley ist so ein bisschen ähnlich, aber Animal Crossing ist relativ einzigartig. Tatsächlich. So, mal gucken, wie es aussieht. Ja, finde ich gut. Kann man machen. Ja. Das Schöne an dem Campingplatz, also ihr vielleicht wisst ja noch gar nicht, was der Campingplatz ist. Der Campingplatz, da kann man Bewohner drauf einladen. Entweder außerhalb einer Insel. Ist das nur für die Amiibos? Nein, du kannst auch so Leute kommen da aufhören. Ach so, ja. Stimmt. Aber du kannst auch Amiibos einladen. Genau so, da kommen random neue Bewohner hin, denen du dann nachher, wenn ich glaube, die random Bewohner müssen die dann auch mehrmals kommen? Das weiß ich nicht. Okay, also wir haben das bisher nur, bei Jesse habe ich das nur gesehen, du kannst mit deinen Amiibos oder mit den Karten, von denen ich vorhin gesprochen habe, kannst du etwas später dir Bewohner einladen. Und wenn die dreimal hintereinander einlädst, dann können die auf deine Insel einziehen. Ist ganz cool. Die normalen, die da hinkommen ohne Amiibos, die brauchen nicht. Ich habe ein Mikro von da. Okay, also sie verbessert gerade nochmal, dass die normalen, die da random hinkommen, die brauchen nicht dreimal, die können direkt einziehen. So kann man dann nochmal neue Bewohner generieren. Das ist eine ganz schöne Sache, ne? Und sich halt auch welche aussuchen. Genau, kann man sich welche aussuchen. So, wir werden jetzt hier nochmal eben verkaufen. Ich will was verkaufen. Jawohl. Stein, ne, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch noch. Die blöden Rosen können wir verkaufen.
Das kann weg, Wespennest kann weg, Kokosnüsse können weg. Ja, den Rest kann ich einlagern. Okay. Rechner durch, jawohl, schön, hau rein, geilo, Leergut-LP, guten Tag. Nick, die kannst du direkt, okay. Revi hat auch nochmal geschrieben, dass sie direkt einziehen können.